Ja, hallo, da bin ich mal wieder. Eben gerade ist das Paket gekommen, auf das ich gewartet habe, mit der D24 als Inhalt. Weiß also nicht, was mich erwartet. Das wird also ein kleines Unboxing-Video sozusagen. Ein Velisco D24 Unboxing-Video. Warum es jetzt also dieses Jahr nichts mehr mit meiner D32 wird, das erkläre ich dann nochmal an gegebener Stelle. Wir packen jetzt erstmal die D24 aus. Mal sehen, was uns da erwartet. Schön verpackt. Weiß man nicht, wie man das. Ein bisschen doof, auf der einen Seite die Kamera zu halten und auf der anderen Seite zu filmen. Aber ich habe auch leider keinen hier, der das filmen könnte. Ich hier mal lang an der Naht. Haben nicht. Ja. Immer man das hier aufmachen kann. Alles ein bisschen blöde. Aber es soll ja gut ankommen. Oh, dann haben wir hier erstmal Wilhelm Schröder, eine Bedienungsanleitung aus Lüdenscheid. Von der D24, das ist schon mal was ganz Tolles. Auf der Suche. Auf der Suche. Auf der Suche bin ich auch. Nach einer Form, die einer Velisco D24 entspricht. Mal sehen, ob ich fündig werde in diesem Karton. Und das sieht schon mal gut aus. Hier sehe ich so ein Stück Grundplatte. Und hier sehe ich das Pult. Gut verpackt. Hier ist der Kamin wohl. Auch nochmal ordentlich verpackt. Ist also über eBay Kleinanzeigen habe ich die ersteigert. War natürlich ein bisschen aufgeregt auch, weil das ist die Kreissäge, weil ich nicht wusste, was passiert denn, wenn ich jetzt einfach bar bezahle irgendjemanden und da kommt nichts. Also ein bisschen gefährlich ist das Ganze schon. Ich packe den Karton jetzt mal auf den Boden, verlagere den mal nach unten. Und noch einiges an Styropor, was hier rausgezogen werden muss. So, sehr gut verpackt. Euer Rutzer, hier sieht es ja aus. Ja? Man packt nur eine Dampfmaschine aus und man glaubt, wenn man hier reinkommt in die Küche, hier ist Handgranatenwurfstand. So, jawohl. Also wie ich schon gesagt habe, mit noch der blauen Abdeckung sehr, sehr super. Sieht also sehr gut aus. Der Kessel sieht auch noch sehr gut aus. Ja.
Die Maschine ist in dem Zustand, so wie ich sie erwartet habe, so wie es von den Bildern her auch zu sehen war. Alles in allem bin ich sehr, sehr glücklich. Ich mache jetzt mal kurz die Kamera aus, befreie die Maschine von dem Styropor und werde mal den Kamin montieren. Hier wurde eine Plastikschale nachgerüstet, denn die Velesco aus den Jahren, aus der Modellreihe haben noch Blech-Auffangschalen gehabt. Das ist aber nicht schlimm. Es ist schön, dass es überhaupt da ist. Ist also in einem Zustand für... Hier ist immer noch Styropor. Das ist widerlich, dieses Zeug. Ich habe das Gefühl, die ganze Wohnung von mir ist jetzt voll mit Styroporkörnchen. Ich trete doch überall drauf. Also es ist ein widerliches Zeug. Kann ich nicht ab sowas. Für das Geld, für 130 Euro, ist das mit Sicherheit eine gute Sache. Ich freue mich auch wirklich über diese Maschine. Wie gesagt, ich bin die ganzen Tage, habe so eine schlechte Laune wegen DHL. Ich habe letzte Woche Dienstag die Benachrichtigung vom Music Store Köln bekommen, dass meine Synthesizer Workstation, die Korg Kronos X, losgeschickt wurde. Weswegen ich letzte Woche am Donnerstag oder seit Donnerstag nur zu Hause gehockt habe und gewartet habe, von morgens bis abends in meinem Urlaub. Und die Maschine kam auch am Freitagnachmittag nicht. Und am Samstag habe ich dann nach dem vierten Versuch, da in DHL da anzurufen, in einer Warteschleife gewesen und eine wirklich liebe Frau Schwarz ans Telefon bekommen, eine ausdauernde Frau, die war wirklich sehr, sehr nett. Und die hat mir erklärt, dass ein Paket, das so groß ist, bei DHL unter Sperrgut läuft und dass es einen anderen logistischen Weg geht in dem Automationsbereich da als ein normales Päckchen oder Paket. Und dass samstags Sperrgüter überhaupt nicht ausgeliefert werden. Und dass dieser Synthesizer also definitiv am Montag dieser Woche zu mir kommen sollte, einschlagen sollte. Aufschlagen sollte. Aber auch am Montag passierte nichts. Und am Dienstag um 15 Uhr habe ich Music Store abgesagt. Ich habe gesagt, das könnt ihr behalten, das Gerät. Macht ein Storno bei der Santander Consumer. Ich habe die Schnauze voll. Ich hänge Musik machen an den Nagel. Ich habe so eine schlechte Laune. Ich habe jetzt 5 Tage vor meinem Urlaub verschwendet für Warten. Draußen war ein schönes Wetter. Teilweise sogar Schnee hat gelegen. Richtig schöne Schneelandschaft. Und ich habe hier drinnen gehockt wie so ein blödes Arschloch und habe auf DHL gewartet. Ja. Die Schuld liegt doch sicherlich beim Music Store, der größte Musikversender Europas. Und wenn die das nicht gebacken bekommen, das Ding mit UPS zu verschicken, ja, dann wäre es nämlich auch letzte Woche da gewesen, nach 2 oder 3 Tagen. Denn die Option gab es nämlich auch. Ich habe einen UPS-Link und einen DHL-Link bekommen in der E-Mail. Und dann haben sich da der Versand, dann letztendlich ist das dann trotzdem über DHL letztendlich gegangen. Und das ist ganz schlecht. So ein großes Gerät über DHL zu verschicken, taugt nichts. Jetzt habe ich heute Morgen aber gesehen, der Sendestatus hat sich geändert, das ist im Zielfahrzeug. Die Dampfmaschine ist da, der Synthesizer ist noch nicht da. Wird wahrscheinlich auch ein anderes Auto sein, der dieses Ding da bringt. Und ich warte heute noch ab. Und wenn der Synthesizer halt heute kommt, dann werde ich auch das Geld für die D32 nicht mehr von der Bank holen. Eines geht nur, ich habe jetzt 2 Dampfmaschinen. Mir dieses Jahr geholt schon und irgendwann muss man gut sein. Ich habe mir gedacht,
Ich spare jetzt schön ab nächstes Jahr immer 200 Euro im Monat. Und wenn dann mal wieder eine bei eBay drin ist, dann schlage ich einfach zu, dann hole ich mir die D32. Viel lieber wäre mir eigentlich auch noch vorher die Fleischmann 130-2. Ja, in einem guten Zustand. Ist eine sehr schöne Maschine. Aber das ist ja jetzt hier ein Vilesco D24 Video. Und jetzt werde ich mir heute Abend erstmal ein paar schöne Flaschen Bier noch kaufen. Und wenn ich ein paar drin habe, dann werde ich die auch mal hier anheizen. Also ich muss erstmal meine Kehle werde ich erstmal ein bisschen ölen heute Abend. Dann werde ich die Maschine ölen und befüllen und dann werden wir mal gucken, wie dieses Baby läuft.